Allgemein wird dem spätantiken Römischen Reich eine permanente Krise zugeschrieben. Kaiser lösten sich rasch ab, Städte und Bauern litten unter der Steuerlast. Kriege und Bürokratie erschöpften die Finanzen des Reiches, was auch zu einer hohen Inflation führte. Die Zeitgenossen interpretierten diese Symptome damit, dass die Römer die Gnade der Götter verloren hätten. Daher verlangte 249 Kaiser Decius von allen Reichsbewohnern, den alten Göttern zu opfern und löste damit eine erste Christenverfolgung aus. Diokletian, Kaiser von 284 bis 305, übernahm das Reich in einer schwierigen Situation. Reformen mussten dringend umgesetzt werden. Es gab zwar auch schon vorher mit Kaiser, Diokletian führte aber das System der Tetrarchie ein. Tetrarchie bedeutet nichts anderes als Viererherrschaft. Dieses System der Tetrarchie wurde in den folgenden Dezennien zwar nicht konsequent durchgeführt, allerdings führte es langfristig zu einer Aufspaltung des Römischen Reiches. Von nun an sollte es jeweils zwei Augusti in einem Reichsteil geben und dann ihnen untergeordnete Cäsaren. Diese kamen nicht mehr aufgrund ihrer Herkunft in diese Position, sondern es sind militärische Leistungen, die ausschlaggebend dafür waren. Den beiden Augusti oblag die Oberherrschaft in einem Reichsteil. Im ganzen Reich gab es zusätzlich auch noch mehrere Residenzen, auch von einem einzigen Kaiser. Insgesamt trug das schon in der Spätantike zu einer Dezentralisierung der Macht bei. Die Herrschaft und damit auch die Verwaltung wurden also schon in der Spätantike mobiler. Nur so meinte man, die anstehenden Probleme auch lösen zu können. Im Inneren wurde der Staat ebenfalls reformiert. Nach persischem Vorbild führte Diokletian ein starres Hofzeremoniell ein, das in Byzanz bis zum Ende des Mittelalters überlebte. Weiters kam es zu einer Provinzreform. Die Provinzen wurden verkleinert, dafür wurde als neue Zwischenstufe die Diözese eingeführt. Weitere Reformen betrafen das Heerwesen, aber auch den Handel. So kam es zu einer Münzreform, die zwar nicht gleich begann, die Inflation hielt an, der drohende Zusammenbruch der Geldwirtschaft konnte nicht aufgehalten werden. Dafür wurde aber die Münzprägung an 20 Orten im Reich konzentriert. Weiters erließ Diokletian das überaus bekannte Höchstpreisedikt. Das sollte weite Teile des Marktes regulieren und stabile Preise bringen. Allerdings lagen diese Höchstpreise oft weit über den tatsächlichen Marktpreisen. Diese Reformen Diokletians konnten das Reich am Beginn des 4. Jahrhunderts wieder stabilisieren. Unter Kaiser Konstantin I., der von 306 bis 337 regierte, kam es zu weiteren Reformen. Nachhaltig war natürlich die Förderung des Christentums. Wir haben ja schon vom Konzil von Nicea gehört. Dieses Christentum wurde unter Konstantin institutionalisiert. Und auf der wirtschaftlichen Ebene gelang ihm mit dem Solidus eine neue Währung zu etablieren. Nach Konstantin treten dann verstärkt Migrationsbewegungen auf. Alamannen, Franken, Quaden, Sarmaten, sie alle überschritten die Grenzen des Römischen Reiches. Sie konnten zuerst zurückgedrängt werden, blieben aber insgesamt unruhig. In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts verschlechterte sich nun die Lage zunehmend, vor allem auch die ökonomische Lage wurde schlechter. Hohe Steuern und die erbliche Bindung an Beruf und Boden sorgte für Unruhe. Nun schlossen sich den einfallenden Barbaren auch immer öfter unzufriedene Provinzbewohner an. Das Vertrauen in das römische Imperium war nicht mehr gegeben. Die
bavarische Stammesorganisation mit viel größerer persönlichen Freiheit schien attraktiver.